Eine interessante Frage ist: Darf ich mit meiner Mama oder mit meinem Papa diskutieren? Denn grundsätzlich gibt es kein Verbot für eine Diskussion. Ja, aber Vorsicht! Wenn wir sagen Diskussion, dann wissen wir schon, was die Leute meinen damit meinen. Ja, dass ich gegenüber meiner Mama und meinem Papa hart und streng bin und so weiter und sie, äh, sie mit ihnen so rede, als ob sie nicht zu niemand wären. Das, ja, das ist nicht gestattet. Du musst dein Bestes geben, so wie sie ihr Bestes gegeben haben, als sie dich erzogen haben als du klein warst, als sie deine Windeln gewechselt haben, als du geschrien hast, nachts nicht geschlafen hast und sie wach waren für dich. All diese Sachen musst du bedenken. Aber natürlich darfst du mit deinen Eltern über bestimmte Sachen diskutieren, diskutieren, auf schöne Art und Weise. Aber das alles mit Anstand und Benehmen. Natürlich ist es menschlich, manchmal ist man sauer, manchmal ist man gestresst und man wirft Worte, aber dann sollte man auch genug äh, äh, Charakter haben, um sich gegenseitig zu entschuldigen. Ja, aber grundsätzlich ist kein Verbot, solange man die Grenzen einhält. Und nicht negativ äh, äh, in diese Sache hineingeht. Baraklopikum.